Du hast doch in dem Moment gemerkt, dass es auch zwischen uns eskaliert ist. Richtig? Mhm. Anstatt mir dann so, mich dann so bloßzustellen, als wäre ich diejenige, die jetzt Bock hat zu diskutieren und Bock hat, so kann Stress rüber zu machen. Ja, aber genau so hast du auch reagiert. Genau. Anstatt dann zusätzlich ist mir halt einfach aufgefallen, dass solche Situationen mit dir öfters sind, wo öfters mal Sätze fallen, die mir nicht gefallen oder die, wo ich mir denke... Wie du noch nie angesprochen hast bis jetzt. Ja, weil warum? Weil du nicht direkt bist und ehrlich wie du selbst. Ach ja, alles klar. Sorry. Also, sorry. Krieg ich die Hand? Krieg ich die Hand? Für was denn? Krieg ich deine Hand? Für was denn? Ich will sie nur schütteln, dann ist vorbei. Okay. Ja. Weil wenn ich so einen Satz höre von jemandem... Also, sorry. Alles klar. Alles klar, Feierabend. Alles klar. Ich bin nicht so ehrlich. Pardon. Bye. Dann kann man es nicht klären. Ja, kann man nicht klären. Weil ich nicht so ehrlich bin und direkt. Das war peinlich. Wenn ich vor diesem Abend was Schlechtes über dieses Mädchen gesagt habe, dann sollen mir alle Haare morgen ausfallen. Die raste gerade richtig aus. Nein. Wer? Die Linda. Wenn ich noch, ich heute zum ersten Mal, ich habe noch nie was Negatives nie über sie gesagt. Vor allem hat sie das jetzt komplett Fake falsch verstanden. Bitch. Weil Kameras gerade da sind. Ja. Was ist los? Okay. Lass uns bitte hier raus. Alles ist gut. Entspann dich, du machst das Drama nicht. Ist alles gut. Alles gut. Wir sind für dich da. Jetzt nicht. Das ist komplett eskaliert. Also sie war extrem, ja, aufbrausend und irgendwie, ja, ein bisschen eklig. Guck mal, wie schön die sind, gell? Die sind richtig schön. Ja, finde ich auch. Was ich extrem schade fand, also ich habe auch geweint eben ein bisschen. Und... It's a wet-ass pussy. It's a fake-ass bitch.